Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Und wir haben den BVB abgestraft mit 7:0 in der letzten Folge. Haben sogar ein Tor geschossen, sind aber allerdings ausgewechselt worden. Und das hat mir sogar nicht gefallen, weil man mich ausgewechselt hat. War gut dabei, die Punkte zu machen. Aber naja, was soll's. Wir gehen weiter im Text. Nächstes Spiel ist wohl gegen Real Madrid. Das ist ein Riesenkracher. Das ist ein Riesending. Jetzt noch die Bewertung vom letzten Spiel. Immerhin Torschützenbonus. Klasse. Gehalt. Und da steigt der Marktwert wieder. Und die Follower werden auch wieder mehr. Ganz gut. Und Zuwachs haben wir auch wieder bekommen. Klasse. Gefällt mir richtig gut. Ich finde das Spiel richtig geil. Also macht mir richtig Bock. Ja, wer sieht das Ergebnis? Das ist ja der Hammer, ey. Ja, gut, BVB-Fans werden es nicht ganz sehen, aber was soll ich machen? Ist halt so passiert. Spielpunkte habe ich keine mehr bekommen. Wir gehen mal weiter im Text. Sind wieder auf dem Zimmer und tjo, sind wieder in Seattle. Shades of Grayless grüßen. Weiter im Text. Und das ist jetzt, das gibt jetzt ein Hammerspiel. Gegen Real Madrid in Seattle. Richtig geil, richtig cool gemacht. Das ist ja die USA-Tour. Und wir sind Auswechselspieler. Na ja, gut, dann sitzen wir halt auf der Bank. Und die Tabelle zu sehen, das ist natürlich von der Premier League. Wir sind ja erst in der Vorbereitung in den USA zu den diversen Freundschaftsspielen. Heute gegen Real Madrid. Der Trainer lässt mich auf der Bank sitzen. Giroud spielt und Walker ist auch auf der Bank. Geht wieder gut los hier. Glück, Cech hält. Boah, Giroud wird hart gefoult. Geht zu Boden. Scheiße. Boni, beeindrucke den Boss. Erreicht das Spielbewertungsziel 7:0. Ja. Holt ihr das Führungstor. Zählt das nächste Tor. Positives Ergebnis, gewinnt das Spiel. Ja, klasse. Ich soll jetzt alleine gegen Real Madrid hier anstinken, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, auf geht's. Ach, natürlich gleich den Ball abgenommen. Ist ja Real Madrid, klar. Ach, dann dash doch durch und schieß aufs Tor, Juckel. So ein Juckel, ey. Wenn ich ihm schon so Pass gebe, ey. So Zuckerpass, weißt du? Jetzt! Ah, schade, abseits. Weil wir spielen jetzt mal nicht schlecht. Wir kommen ganz gut klar mit der Situation jetzt in der Mannschaft. Ja, und der Kollege hier. Weit im Abseits, leider. Hat der Rechter mir nochmal angespielt, ich hätte aufs Tor gezielt. Na ja, komm, scheißegal, passiert ist passiert. Ja. Warum setzt er sich da nicht durch? Scheiße.
Jetzt werden wir ein bisschen bissiger, würde ich sagen. Und wieder eine Auswechslung. Morata geht vom Platz. Ne, Thomas geht vom Platz und Morata kommt rein. Ne? Naja. Egal, wo bin ich denn jetzt? Ach, da oben. Bisschen Aggressivität. Bisschen mit angreifen. Mit dir in den Griff. Ja, Real ist stark. Da stinkst du nicht so einfach mit der G an hier. Ramsey kommt für Bernard. Dass dem Philipp Bernard gefällt jetzt. Die alte Stinkmaschel, ey. Kommt, Leute. Holt euch den Ball. Schnappt ihn euch. Jawohl. Sehr schön. Jetzt geht's ab. Warum spielst du den Ball so weit vor? Ja, ich krieg den Abzug. Ja, super. Dankeschön für nichts, ey. Penner. Komm, spielen doch, spielen doch. Also, jetzt bin ich natürlich im Abseits. Leute, Leute. Komm nochmal. Ach komm, da stehe ich frei da und Kenner spielt mir den Ball. Ja, warum spielst du mir nicht den Ball? Scheiße! Schlechter Versuch krieg ich auch noch angezeigt, ey. Spinnt der oder was? Ja, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Mit viel Glück geht der auch rein, gell? Das sieht der schlechter Pass. Hört mir nichts mehr in, ne? Schade. Da müssen wir weiter kämpfen. Da müssen wir weiter kämpfen. Abseits. Real im Abseits. Sehr schön. Schieß, schieß, mach das Ding rein, Mann. Oh. Mist. Nein. Boah, Glück gehabt. War die große Chance für Real Madrid. Ah, ganz knapp am Tor vorbei. Wäre Cech nicht mit rangekommen. Ja, was ist das für ein Pass, Junge? Ja, der passt mir ja auf, dann jetzt. Und fauler mich. Hol den Mann vom Platz. Geil, die Fans. Arsenal, Arsenal. Ja, richtig geil. War nix. Weiter geht's. 90. Minute.
Komm. Spiel das Ding doch mal. Ach, scheiße, abseits. Ach, der Trainer guckt schon richtig scheiße. Das gibt heute keiner. Ah, scheiße, das gibt heute keiner. Komm, langer Ball. Na, da ist das Spiel aus. Immerhin 0:0. Nicht verloren, aber auch nichts gewonnen. Schade. Das war nix wieder. Alexander ohne Tor. Walker auf der Ersatzbank versauert. Naja. Leistung. 6,3. Nix. Ach, nichts erreicht. Scheiße. Naja. Immerhin nicht verloren, würde ich jetzt mal sagen. Weiter im Text geht's. Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí. Tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Okay, wenigstens ein Lob von dem. Und das sind wir wieder in der Kabine. Und meine Bewertung. Immerhin steigt der Transferwert. Und wir kriegen mehr Followers. Ist auch was. Sehr schön, geht auch hoch und ja, guter Batzer weiter nach vorne gekommen und ja, jetzt drücken wir weiter. Haben wir erst knapp 13 Minuten gematcht hier, so, und da sind wir wieder zurück im Zimmer und Leute, an dieser Stelle werde ich auch einen Cut machen und einen schönen Gruß aus Seattle und ich sag mal tschüss, euer Chris.